Hallo, heute zeige ich euch, wie mein Weihnachtsfest war. Und hier sehen wir schon Geschenke. Und die Krippe und den Weihnachtsbaum. Doch bevor wir die Geschenke öffnen, noch ein Lied, oder besser gesagt, dieses Mal eine Weihnachtsgeschichte sogar. Aus diesem Heftchen, Programmheftchen hier. Okay, das dürfte reichen. Okay, ich lese jetzt vor aus dem Weihnachtsevangelium nach Lukas 2. / 1 bis 14. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchtete sich sehr, der aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Und das war die Weihnachtsgeschichte. Ein frohes Weihnachtsfest. Hier noch ein Bild zum Abschluss. Müsste reichen. Nun können wir zu den Geschenken kommen. Hier haben wir Schokobananen. Und dann haben wir eine Spezialität aus Katzen, mit deren Katzenzungen. Und nun zu den verpackten Geschenken, Geschenk. Ist keine Schleife. Jetzt. Da ist ein Knoten drin, anstatt einer Schleife. Oh nee, kein Knoten. Bloß kein Knoten. Meine Güte. Bloß kein Knoten. Da man hier eher auf Knoten anstatt auf Schleifen setzte, muss ich mir noch mein Messer holen. Bin gleich wieder da.
Oh Mann, überall festgeklebt. Und hier haben wir. Kaffeepulverpäckchen, Schokoschnitten, eine Tafel Vollmilchschokolade. Und dann eine Weihnachtsgummiring und eine Weihnachtskappe mit dem Inhalt gesegnete Weihnachten wünscht ihr Verein. Ach, hier bitte. Müsste wegpassen. Das war mein Weihnachten und ich wünsche euch ebenfalls frohe Weihnachten. Das war's dann. Bis zum nächsten Mal.